Ja, dann herzlich willkommen, Grude hier aus der Kommandozentrale der Weingeist in Frankfurt. Heute mal mit einem neuen Format. Bisschen Kitsch im Namen muss sein. Wir haben es Weinlese genannt. Es hat mit der Weinernte natürlich nichts zu tun, sondern es geht um Literatur und Wein. Eigentlich eine enge Connection. So ziemlich alle Leser, die ich oder alle Schreiber, die ich ganz gerne lese, waren auch ganz große Trinker. Hier und da wird auch tatsächlich über das Trinken geschrieben. Mein Gast heute, Arthur Becker, oder mein erster Gast überhaupt, das ist die erste Folge, die wir in der Reihe machen. Herzlich willkommen. Danke sehr. Wir sind persönlich bekannt, möchte ich mal so sagen. Wir haben uns vor gut einem halben Jahr kennengelernt, auch eine direkte Connection zum Buch, um das es heute Abend geht. Ich bin hier im Januar nach Frankfurt gezogen, ins Hotel Lindley, ganz cooles Hotel. Mit einem Motto, was so ein bisschen, ich würde mal sagen, an eine Künstlerkolonie erinnert. Da spielt auch der Roman, den du geschrieben hast. Magst du vielleicht ein paar Worte sagen, wie wir uns kennengelernt haben? Vielleicht auch aus deiner Sicht. Das klingt bestimmt noch spannender, als wenn ich es zum Besten gebe. Ja? Ja, du kannst ja immer so schön erzählen. Ich genieße ja richtig eure Folgen. geborener Erzähler. Also, ich wohne ja in dem Hotel Lindley schon lange, weil seit dem 1. Juli letzten Jahres quasi, umgezogen aus Norddeutschland an den Zweitwohnsitz nach Frankfurt. Und 2019 ist das Hotel eröffnet worden, aber 2018 war schon das Buch auf dem Markt. Und tatsächlich muss ich sagen, 2016, 2017 arbeiteten wir in diesem ganzen Team, das zuständig war, und ich auch an dem Hotel. Also ist das Buch während der Entstehungsphase des Hotels? Genau, das Buch quasi erzählt Stockwerk für Stockwerk, allegorisch gesagt, wie das Hotel entsteht. Und ich schrieb eigentlich, weil ich das noch gar nicht gab. Ich kannte natürlich die Pläne und ich konnte, was sehr glücklich war, zusammen mit dem Architekten vieles besprechen und auch einige Details erfinden, was mir sehr Spaß gemacht hat, dass ich den Architekten und auch der Architekt nicht beeinflussen konnte. Und das war für mich eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Aber für die Handlung, für den Plot, für die Geschichte, die da spielt in diesem Hotel, war ich natürlich zuständig. Wobei Rottenhäuser eine geniale Idee hatte für die Tätowierung einer Dame, die Larissa heißt, eine Gestaltung. Und die Fassade des Hotels Lindley, hat sie dann auch auf dem Rücken. Insofern war das schon eine richtige Zusammenarbeit, muss man sagen. Ja. Hast du manchmal so ein bisschen Angst, dass vielleicht dein Roman das ein oder andere Geschehen im Hotel jetzt beeinflusst hat? Wenn ich das jetzt so ein bisschen respektive betrachte, dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass jemand das Buch gelesen hat und dann erst gehandelt. Paranoia, nicht wahr? Also manchmal denke ich immer wieder zurück, weißt du, an dieses wunderbaren Film Schein, ne? Der Schriftsteller, der nicht erfolgreich ist und durchdreht, könnte auch ein bisschen gemünzt werden auf mein Leben im Prinzip, zumindest in der Pandemie. Aber letztendlich bin ich das, weil ich schon so lange schreibe und über 20 Bücher veröffentlicht habe, bin ich gewöhnt, dass ich zusammen mit meinen Figuren, zumindest was Romane angeht, zusammen mit meinen Figuren lebe. Manchmal hatte ich oder habe den Eindruck, sie kommen jederzeit in mein Zimmer rein. Und hier ist es natürlich paranoid in dem Sinne, dass ich auch in dem Roman quasi wohne und lebe. Ja. Das ist schon sehr lustig. Aber also, das ist die Frage auch, und das ist die Frage, die Literatur stellt, diese Frage, genauso wie die Physik. Was ist die Wirklichkeit? Ja, wie kann man sie benennen? Seit ich in Lindley wohne, habe ich permanent eigentlich das Gefühl, ich bewege mich in so einem Paralleluniversum, wie ich durch die Tür schreite. Interessanterweise, wir haben uns in ganz kurzer Zeit sehr gut angefreundet und haben wirklich interessante Gespräche geführt. Jetzt mal fernab von den guten Gaben von Bacchus und Dionysos. Gemeinsam gekocht, gemeinsam getrunken, gemeinsam Musik gehört, viel über Literatur, Philosophie und so weiter. Es ist ein sehr inspirierendes Haus, muss ich an der Stelle sagen, wo viele Kreative aufeinandertreffen und wo sich so eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Jetzt mal fernab von Tageszeit und Alkoholpegel. Es ist ein wirklich interessantes Ding und ich habe viel wiedererkannt, witzigerweise, in dem Buch, das ich erst gelesen habe, nachdem ich dort eingezogen bin. Du sagtest gerade, du schreibst schon sehr, sehr lange, du hast an die 20 Romane verfasst.
Oder sind es über 20? Über 10. Oh Mann, ich zähle gar nicht mehr, aber auch Essaybände und Gedichte. Ja. Warte mal, debütiert habe ich ja in Polen 1984. 84. Da war ich 16, ja, also schon lange. Du hast aber entschieden, dann irgendwann, du bist nach Deutschland gekommen, nach Werden, glaube ich, ne, bei Bremen, hast dich entschlossen, auf Deutsch zu schreiben, von da an. Und ja, das war natürlich auch, das schlägt die Brücke zu unserem ersten Wein, der Grenzgänger. Hast dich da auch so in zwei Welten bewegt, in zwei Kulturen, bist aber hier mittlerweile, glaube ich, sehr verwurzelt und natürlich anerkannt als Schriftsteller und hast, glaube ich, auch so in der deutschen Sprache deine Heimat gefunden, was deine Werke betrifft. Das ist richtig und du sprichst ein spannendes Thema an, weil vor 30 Jahren diese sogenannte Migrantenliteratur funktionierte noch ganz anders. Ich zitiere das immer wieder, ich werde es nicht vergessen, wie der wunderbare Dichter und Freund aus Hausach im Schwarzwald, José Oliver und ich, der auch die Migrantenwurzeln hat aus Andalusien und der wunderbare Gedichte, wie gesagt, schreibt, wie wir vor 30 Jahren uns fragten in einem Café, in einer Gaststätte, wie wollen wir diese neue deutschsprachige Literatur machen, wie soll sie aussehen. Ja? Und wir waren uns einig in einem Punkt, sie muss ultramodern sein, sie wird zwar deutschsprachig genannt, aber sie hat nichts mehr de facto mit der Gastarbeiterliteratur zu tun. Und de facto geht sie auch über die Grenzen hinaus der deutschsprachigen Literatur, weil wir schon damals, ohne zu wissen, global gedacht haben. Und das war uns sehr wichtig zu zeigen, dass das eine Metasprache ist, dass das grenzenüberschreitend ist und speziell bei solchen Migranten Autoren. Und damals noch, als der Chamisso-Preis in den 80ern entstand und die sogenannte Chamisso-Literatur, waren diese identitären, beziehungsweise nein, die Identitätsprobleme sehr wichtig. Was heute übrigens eine Verlagerung erlebt hat, weil man heute mit Identitäts sozusagen mit der Identitätssuche was ganz anderes verbindet. Dann spricht man zum Beispiel über die rechtskonservativen Bewegungen, die Identitären in Frankreich zum Beispiel. Oder genau. Und das hat aber damit nichts zu tun, selbstverständlich. Ja, aber das zeigt ja, wie Begriffe sich wandeln. Ja. Wie sie entstehen und sozusagen neu interpretiert werden. Ich denke, du hast mit deiner Identität oder der Suche danach, das haben wir ja alle irgendwann durchlaufen oder durchlebt. Ich habe ein Buch von dir gelesen, Drang nach Osten, wo du dich auch ganz stark damit befasst. Wo kommt man her, wo geht man hin, warum geht man wohin? Auch das mal am Rande ein echter Lesetipp von mir. Zwei Sätze vielleicht zu dem Wein. Also erstmal die Frage, wie schmeckt der denn? Na, jetzt schmeckt der hervorragend, weil ich darauf gewartet habe, dass etwas sehr Kaltes kommt. Sehr kalt trinken. Und davor hatte ich wunderbares Bier getrunken und jetzt habe ich kein Lust mehr auf Bier. Also ja, ich glaube, es ist ein Wein, der auf jeden Fall erfrischt, ähnlich wie dein Roman. Wir sind hier in der Pfalz, ein Wein, den wir schon öfter mal in der Sendung hatten, von Fritz Becker, Weingut Friedrich Becker, Schweigen-Rechtenbach, Grenzgänger, Teile der Weinberge liegen in Frankreich. Die Farbe ist grenzwertig, möchte ich sagen, dafür, dass es ein Grauburgunder ist, was eine weiße Rebsorte ist. Mit ein bisschen Maisstandzeit haben wir hier fast ein Rosé im Glas. Und ich konnte mir vorstellen, dass es so zum Auftakt für die Lesung eine frische Untermalung wird. Ja. Das ist richtig. Und das sind für mich klassische Sommerweine. Ja, ich finde, selbst wenn es kein Sommer ist, das ist knacke frisch, das macht auf jeden Fall Sommer. Im Winter trinke ich auf jeden Fall sehr viel Rotwein, aber das muss im Sommer getrunken werden. Du liest zwei Passagen aus deinem Roman. Jawohl. Da will ich gar nicht lange vorweggreifen. Herr Arthur Becker, es ist mir ein inneres Blumenpflücken, dir zu lauschen. So ist es. Und ich lese aus dem Hotelroman quasi hier an der Unterlegung Stalin Bay. Und 215 Minuten, eine Passage, dann reden wir ein bisschen. Gerne. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich lesen darf, weil, wie man weiß, die Pandemie. Ich hatte pro Jahr im Durchschnitt, egal ob es einen Glück gab oder nicht, 25 bis 30 Lesen, manchmal mehr. Ist ja weg. Ne? Also im Prinzip weiß ich gar nicht mehr, wie so eine Lesung aussieht. Ja, das war ja Anstoß für diesen Abend. Ne? Genau. Es reichte nur ein paar Schlagzeilen zu lesen. Von links nach rechts schien kein weiter Weg zu sein. Man ärgerte sich über die Radikalen und stopfte aus Frust Leckereien in sich hinein. Beim Frühstück im Sachsenhäuser Hotel hatte sich Robert Brückschinski den Bauch vorgeschlagen,
obwohl draußen schon wieder eine unbarmherzige Hitze herrschte. Und wahrscheinlich waren die Google News an seinem Bärenhunger schuld und nicht das Hotel, das mit einem üppigen Buffet aufgewartet hatte. So mochte er Frankfurt am liebsten, heiß am frühen Vormittag, unberechenbar, satt und trotzdem gierig, weil in ständiger Erwartung, dass etwas Überraschendes passieren würde. Gestern zum Beispiel hatte Robert auf dem Main einen nackten Ruderer auf einem Surfbrett gesehen, dem kein Passant auf der Flusspromenade Aufmerksamkeit schenken wollte. Der arme Wicht war in Eile gewesen, als fürchtete er um sein Leben. Der Main kam Robert in dieser Stadt schon immer etwas fehl am Platz vor und die Begegnung mit dem nackten Ruderer bestätigte Roberts Impression. Ein Fluss wie ein verlorener Damenschuh am Straßenrand. Robert Brzezinski saß im Taxi und schaute sich noch einmal die Postkarte an, die ihm sein Bruder Jack vor ein paar Tagen aus dem Hotel Lindley geschickt hatte. Unglaublich, dachte er, Jack hat mir nicht einmal aus London geschrieben, obwohl er dort ein ganzes Jahr gewesen war. Und seit wann wachsen in Frankfurter Hotels masurische Birkenpilze? Fragte er sich beim Betrachten der Postkarte erneut. Der Künstler war jedenfalls nicht sonderlich einfallsreich gewesen. Die Fotomontage, eine Kreuzung aus Wolkenkratzern und Birkenpilzen, sah nicht besonders gelungen aus, eher bedauernswert. Als Werbung reichte sie jedoch allemal. Man konnte im Lindley offenbar verschiedene Sorten Pilze kaufen, wie auf einem Wochenmarkt. Scheinbar hervorragende Produkte aus ganz Europa, was die italienische Pilzmafia freuen musste. Robert las noch einmal den Text, den sein Bruder in Eile verfasst hatte. Ich hasse unsere sogenannten Familientreffen. Alljährlich die gleichen Rituale, die gleichen Diskussionen, der gleiche Shit. Komm bitte nicht zu spät. Lass mich mit unseren Eltern nicht allzu lange allein. Vielleicht kannst du dich von deiner Konferenz etwas früher abseilen. Tu doch endlich etwas für deinen armen Bruder, der es nach dem Umzug aus London hier in Frankfurt wirklich nicht einfach hat. Das ist so, als wäre man aus dem Paradies auf einen Wüstenplaneten verbannt worden. Frankfurt ist klein, hässlich und aufgeblasen. Komm schnell zu mir und rette mich und unser gemeinsames Wochenende. Aus Bruderliebe und weil du Psychiater bist, ich küsse dich, dein Jack. Robert staunte über die Ehrlichkeit der Liebeserklärung seines jüngeren Bruders, der in London ein zweiter David Gilmour hatte werden wollen, was natürlich kaum gelingen konnte, weil in London Gitarristen wie ein Fließband gebacken werden, jeden Tag 20, 30 neue Klone von Gilmour und Page und wie sie alle heißen. Im Übrigen ließ Roberts Bruder an London kein gutes Haar, zumindest seit er dort vor genau einem halben Jahr die Segel hatte streichen müssen. Und seine dreiste Bemerkung, weil du Psychiater bist, ließ Robert kalt. Jack wollte ihm nur schmeicheln. Das Taxi verließ endlich Sachsenhausen. Das Viertel, dessen Namen Robert selbst noch während seiner Hamburger Studienzeit mit dem KZ bei Berlin in Verbindung gebracht hatte. Wie peinlich, dachte er im Nachhinein stets. Frederik, sein bester Freund und obendrein ein echter Frankfurter, wie auch einer der einflussreichsten Psychiater weit und breit, machte ihn Anfang der 90er auf die fatale Verwechslung aufmerksam. Aber das lag schon weit zurück. Robert war inzwischen 49 Jahre alt und leitete in Berlin das Institut für Sexualforschung und forensische Psychiatrie. Und Frederik, sein Mentor, ging schon auf die 75 zu und sagte, er sei zwar ein alter Sack, der jedoch nach wie vor Mut und Lust habe, eine Wichtigtour in seine Schranken zu weisen, oder eine junge Frau zu vernaschen, die seine Bücher lese, seine Vorträge anhöre und ihn bewundere. Robert war froh, dass er nach zwei Tagen und Nächten Sachsenhausen und der Konferenz, auf der ein Vortrag über die Geschichte der deutschen Homosexuellen im Dritten Reich gehalten hatte, den Rücken kehren konnte. In der Nacht vor dem Familientreffen drückte er kaum ein Auge zu. Nicht deshalb, weil der August wieder einmal verrückt spielte und afrikanische Temperaturen nach Frankfurt brachte, sodass der Schlaf selbst unter einem dünnen Bettlaken einem Schweißbad glich. Roberts Hotelzimmer, das er während der Konferenz bewohnt hatte, war etwas ungünstig gelegen. Die Fenster gingen auf einen Innenhof hinaus, der an die türkische Diskothek und Bar 1001 Nacht angrenzte. Und das
Lüftungsfenster dieser Disco stand die ganze Nacht sperrangelweit offen, sodass Robert im Bett das Gefühl hatte, in seinem Zimmer trete ein ganzer Armeekorps türkischer Sänger und Sängerinnen auf. Gegen 2 Uhr morgens war er vor Wut aus seinem Bett gesprungen und fluchend und spuckend vor die Tür gelaufen. Doch als er von draußen einen Blick durch die verglaste Eingangstür der türkischen Disco wagte, stellte er verwundert fest, dass auf der geräumigen Tanzfläche zum einen deutsche Blondinen in engen Jeanshosen und zum anderen muslimische Frauen mit Kopftüchern und in knöchellangen Röcken tanzten, allesamt im zarten Alter von 20 oder höchsten 23 Jahren. Sie brauchten offenbar keine Männer zu ihrem Vergnügen, denn es gab nicht einmal einen polnischen oder arabischen Halunken mit Bart zu sehen, nirgendwo. Wenn das Fritz Bauer gesehen hätte, freute sich Robert in diesem Moment. Über diesen berühmten deutschen Juristen und seinen speziellen Beitrag zur Liberalisierung der BRD hatte er auf der Konferenz einen weiteren Vortrag gehalten. Und als Robert letzte Nacht vor den Türen der Bar konfus und praktisch halbnackt stand und die jungen Mädchen glücklich tanzen sah, war ihm sofort die Lust vergangen, sich bei den Türken über den Lärm zu beschweren. Er wollte außerdem nicht in einem Zeitungsartikel als Störenfried der bundesrepublikanischen Gesellschaft bezeichnet werden. Er sah schon die Schlagzeile vor sich: Berliner Psychiater beschwert sich über den nächtlichen Multikulti-Lärm in einer Frankfurter Gaststätte. Beim Ausstecken erfuhr er dann von einer offenbar aus der Gegend stammenden Concierge namens Hortensia, dass ihm 1001 Nacht eine Band live gespielt habe, deren bekanntes Stück »Mach bitte das Licht aus« heiße. Robert war enttäuscht, hatte er doch nachts im Halbschlaf das Gefühl gehabt, in der türkischen Bar singe ein Chor von heiligen Kriegern und rufe junge Mädchen zum Krieg gegen den verdorbenen Westen auf. So ein Albtraum fehlte bislang in seiner Sammlung. Im Taxi erinnerte sich Robert an seine Japanreise und den Besuch im Centro, an ein japanisches Bad und den Schlaf unter einem schattigen Baum. Das alljährliche Familientreffen mit den Eltern, dem Bruder und seiner Frau und deren 3 Kindern würde ihn aber wieder wach machen, zumal Carolina, mit der er seit 25 Jahren verheiratet war und die sich in der Familie oft als sein Schutzschild entpuppte, zu ihrer hypochondrischen Mutter nach Warschau geflogen war. Roberts Schwiegermutter Elżbieta lag schon seit vielen Jahren im Sterben, obwohl sie kerngesund war. Trotz allem freute er sich, seinen Bruder und seine Eltern wiederzusehen. Auf der alten Brücke sah Robert in der Ferne das verglaste und architektonisch ziemlich gelungene Gebäude der Europäischen Zentralbank. Es waren eigentlich 2 Hochhäuser, die den Eindruck erweckten, an einer Straßenecke stünden 2 Riesen, die sich nach einem Saufgelage oder einer verlorenen Schlacht gegenseitig stützten, um nicht umzufallen. Robert dachte sofort an Frankreich und Deutschland. Dort in der Nähe sollte sich auch das neue Hotel Lindley befinden, in dem sein Bruder angeblich einer anständigen Arbeit nachging. In Wahrheit dealte er mit halluzinogenen Pilzen, riss junge Frauen auf, die in Lindley übernachteten, und spielte am liebsten in der hauseigenen Bar Gitarre, um sich vor der Arbeit zu drücken. Jack erzählte jedem stolz, er sei nun Kulturmanager und verantwortlich für den sogenannten Kräuterraum, wo man unter anderem masurische Birkenpilze kaufen könne, und auch um die Bar und den Kinosaal müsse er sich kümmern. Allerdings habe er nichts dagegen, wenn man ihn gelegentlich als einen Hofnarren bezeichne, da er endlich ausreichend Geld verdiene, um seine Frau und seine 3 Töchter anständig zu ernähren. Das Wichtigste für ihn sei jedoch das Aufnahmestudio gleich gegenüber dem Fitnessraum. Dort verbringe er ganze Nächte und nehme mit seiner Gitarre erste Sahnesongs auf die selbst ein Zapper stolz sein könne. Robert war erleichtert, dass Jack wieder mit seiner Frau und den Kindern zusammen war, und er hoffte, sie würden hier am Main genauso glücklich werden wie in Berlin. Robert hasste allerdings die Art, wie sein Bruder immer wieder die deutsche Sprache vergewaltigte, um möglichst jugendlich zu wirken, hasste sein Vokabular und die Gebärden, die er dabei immer wieder einsetzte. Jack benahm sich manchmal wie ein exaltierter Teenager, alles war cool oder krass und mega geil.
Das machte ihn vollkommen lächerlich. Schließlich war Jack schon Mitte 40 und durch seinen Rheumatismus wie auch durch den Drogenkonsum all die Jahre hatte er ein stark gealtertes Gesicht. Robert spottete, wenigstens in diesem Punkt habe Jack das Klassenziel erreicht. Er sehe aus wie ein betagter Rockstar. Passanten konnten den Eindruck haben, es komme ihnen da ein Fragezeichen entgegen, weil Jack schon einen erkennbaren Buckel hatte und weil er sich beim Gehen so anstellte, als würde er gleich eines seiner Beine oder einen seiner Arme verlieren. Das ähnelte der Gangart des kultigen Protokolldruiden C-3PO aus Star Wars, gezwungenermaßen, denn der Rheumatismus hatte Jacks Knochen zunächst einmal elastisch und nachgiebig gemacht, um sie nach vielen Jahren der im Körper wütenden Entzündung steif werden zu lassen. Und da Jack Ärzte hasste und sich mit verschiedenen Pilzen und makrobiotischen Kräutern selbst zu heilen versuchte, sah er aus, als wäre er einmal unter einen Trecker geraten und im Krankenhaus wieder zusammengesetzt worden. Jacks Brustkorb war schmal und flach geworden, während Robert aufgrund des Alkoholkonsums immer dicker wurde. Vielleicht hatte Jack recht. Vielleicht war Frankfurt eine Stadt, die Robert im Übrigen liebte, und zwar vor allem wegen der Besuche bei seinem alten Freund und Mentor Frederik, bloß ein Wüstenplanet. Der bekannteste deutsche Wüstenplanet. Hinter dem kalten, spiegelnden Glas der Banken verkroch sich nicht das Geld, sondern der Sand, mit dem die hohlen Männer ihre Geschäfte machten. In der Umgebung der Europäischen Zentralbank konnte man nicht einmal an einem Geldautomaten 20 Euro abheben, war man dort am Mainufer unterwegs, um nach einem Spaziergang in der Frankfurter Sonne ein Bier zu trinken. Wohin fließt eigentlich die ganze Kohle, konnte man sich fragen, auf dem Main, in den Rhein und dann wohin weiter? Aber in Sachsenhausen, und Robert fand, dass er nicht übertrieb, wo sich der Sperrmüll an jeder Straßenecke stapelte, konnte man mitten am Tage oder in der Nacht einen Mann, eine Frau oder ein Kind vor aller Augen umbringen und anschließend auf einer Bank vor einer der zahlreichen Gaststätten seelenruhig einen Döner verspeisen oder ein Bier trinken. Kein Passant würde sich wundern, in Ohnmacht fallen oder die Polizei rufen. Anschließend schleppte man sich nach so einer mörderischen Orgie ins Erdnüsschen, wo man für seine tragische Lebensgeschichte dankbare Zuhörer fand, auch hinter der Theke. Im Erdnüsschen durfte sich Robert einer Sache stets vollkommen sicher sein. Er würde dort wieder seine Kollegen von der Konferenz noch einen Frankfurter Freund treffen, denn sie alle besuchten keine Spelunken. Sie bespuckten sie eher und schrieben am liebsten ihre wissenschaftlichen Artikel über die Verkommenheit der Sitten in der sogenannten flüchtigen Moderne, ohne jemals ein Kilo Erdnüsse zu 5 Litern Bier oder Apfelwein verspeist und anschließend auf der vollgepissten Toilette gekotzt zu haben, was doch eine gute Alternative war zu einer teuren und aufwendigen Diätkur in den Schweizer Bergen. Und sie alle, diese Erdnüsschen-Verweigerer, wohnten in Hamburg, in Berlin oder in Frankfurt, in solchen Vierteln, wo man nie einen zahnlosen oder nach Schweiß stinkenden Penner traf. Frederik zum Beispiel lebte in Frankfurt in der Nähe des Palmengartens, einer Gegend, in der Hunde wegen der zahlreichen Auslandsreisen ihrer Herrchen eigene Reisepässe und Kreditkarten besaßen und die aufgrund der homöopathischen Behandlungen oft genauso alt wurden wie ihre Besitzer. Und sie trugen die Nachnamen ihrer Herrchen Steinbach, Feuerbach oder Mosbach. Sie waren eigentlich Menschen geworden und damit auch Ehepartner und Liebhaber. Solche Sorgen hätte ich gern, dachte er während der Fahrt in Richtung des Ostendbahnhofs, denn er war seit einigen Tagen ratlos und verunsichert wie noch nie in seinem Leben. Ein BZ-Journalist hatte in einem Artikel ihn und eines seiner erfolgreichen Projekte hart angegriffen, woraufhin im Internet ein Shitstorm folgte, dessen Heftigkeit Robert überrascht und erschüttert hatte. Es ging um sein Vorzeigeprojekt Anonyme Verbrecher. Jeder, der in ständiger Angst lebte, dass er bald jemanden umbringen oder vergewaltigen oder nächtelang mit dem Schweizer Taschenmesser in einem dunklen Kellerversteck quälen würde, durfte Roberts Therapiegruppe an seinem Institut besuchen. Er durfte dann
von seinen dunklen Wünschen, Wollüsten und Verbrechensabsichten, die ihn bedrängten und die ihm dadurch den Alltag erschwerten, erzählen. Der Betroffene erhielt sofort eine Therapieberatung und erkannte dadurch, dass er mit seinem Problem nicht allein war. Der präventive Kurs für anonyme Verbrecher entpuppte sich schnell als totaler Erfolg. Die Anzahl der Teilnehmer nahm stetig zu und sie kamen aus allen Berufsgruppen. Top-Manager diskutierten im Kreis zusammen mit Lagerarbeitern. Und Roberts Geldgeber, die auch im Vorstand der Charité saßen und für die er alljährlich plausible Forschungsprojekte aus dem Hut zaubern musste, zeigten sich großzügig und unterstützten auch sein neuestes Kind. Robert hasst es nichtsdestotrotz, wenn er bei den verehrten Herren Professoren und dem Dekan auf dem roten Teppich auftreten und seine Projekte und Ausgaben vorstellen und alle Dokumente offenlegen sollte. Manchmal kam er sich, obwohl er als Direktor seines Instituts und Professor selbst alle Freiheiten der Welt genoss, so vor, als wäre er Schatzmeister in einem Schützenverein. Und nun erzählte der dämliche BZ-Journalist der ganzen Welt, Professor Brekschinski beschütze potenzielle Verbrecher und Psychopathen und verharmlose all die schrecklichen Taten, die von Patienten einer geschlossenen Anstalt oder von zu Gefängnis verurteilten Verbrechern begangen worden seien. Der Psychiater und Arzt Brekschinski stelle, mit anderen Worten, alle zukünftigen Psychopathen und Kriminellen einen Freifahrtschein aus. Und der Shitstorm im Internet erwischte Robert deshalb besonders heftig, weil einer der Trolle auf Twitter geschrieben hatte, Professor Brekschinski sei ein Enkelkind von Dr. Josef Mengele. Er dürfe niemanden belehren, was Moral sei. Das Taxi bog in die Lindley-Straße ein, wo das neue Hotel stand. Der Fahrer war Palästinenser, der sofort Roberts polnischen Akzent erkannt hatte und auch wusste, wer das Hotel gebaut hätte. Russische Mafia, die damit elegant ihr Geld in Deutschland waschen würde. Er sagte zum Schluss der kurzen Fahrt, Polen und Palästina, große Freunde, scheiß Israel, meine Frau aus Krakau, große Freunde Polen und Palästina. Wortlos bezahlte Robert den Taxifahrer, verlangte nicht einmal eine Quittung. Und als er auf dem Bürgersteig neben seinem Trolley stand, wurde ihm bewusst, in was für einen Stadtteil Frankfurts er gebracht worden war, in ein ehemaliges Industrie- und Hafengebiet, so schien es zumindest. Hotels wuchsen hier wie masurische Birkenpilze nach dem Regen und versuchten, die Autohäuser und Fitnessstudios zu verdrängen. Man wartete hier auf die jungen Banker aus London, denen der Brexit womöglich mehr und mehr auf die Füße fiel. Ihre Yachten, die noch an den Kais von Nizza und Capri lagen, würden sie selbstverständlich ebenso umpflanzen müssen. Der Main roch schon nach Gin Tonic, Pina Colada und nach meersalziger, verschwitzter Bikinihaut junger Göttinnen. Soweit erstmal, ja? Ja, sehr schön. Ich glaube, die Herren und Damen an Licht und Ton dürfen auch mal applaudieren an der Stelle. Danke sehr, ich muss mal einen Schluck trinken. Ja, trink mal einen Schluck. Ja, herrlich. Also, wie gesagt, ich kenne das Buch ja, was mir so gut gefällt. Also, erstmal die sinnliche Art, mit der du schreiben kannst. Hm. Und eigentlich klingt es tatsächlich so, als würde jemand mit ganz vielen Jahren Frankfurt-Erfahrung so ein bisschen aus der Stadt erzählen. Zwischen ja, Filth and Fame, wie man so schön sagt, ja, das ist ja Frankfurt so ein bisschen auch. Ne? Wir lieben ja unseren Dreck genauso wie unseren Schick. Genau. Warum bist du so gut angekommen in Frankfurt? Zumindest wird es so, ja? Also erstens ist das eine lange Geschichte. Wenn man ein halbes Jahrhundert, mehr als ein halbes Jahrhundert auf dieser Erde verbracht hat, dann hat man schon einiges erlebt. Und ich bin das erste Mal zur Buchmesse 2000 gefahren. Da war Polen damals Gast. Der Albrecht Lemp, der einzige Deutsche, der auf dem Warschauer Friedhof Powązki, auf dem polnischen Heldenliegen, beerdigt worden ist, hat damals das vorbereitet. Und da ich schon einen Vertrag damals bei Hoffmann Campe unterschrieben hatte, aber das Buch erst ein Jahr später rauskommen sollte, wurde ich trotzdem schon zur Buchmesse eingeladen. Und dann fand ich das irgendwie toll, weil ich mir dachte, wow, das ist so ein bisschen schon wie New York, das war große Weite Welt. Mondain. Und da war ich schon nach meiner Reise in nach New York, wo ich Stipendiat war, im selben Sommer, selben Jahres. Und dann hatte ich das besondere Glück, dass ich mit einem Dichter aus Frankfurt befreundet war, der in den 70er Jahren in der DDR im Gefängnis gesessen hatte, wegen seiner Gedichte, die er auf der Straße gesungen hat im Vogtland. Und der hat mich bekannt gemacht, der damals
auch in Westend lebte, jetzt lebt er woanders in Frankfurt, mit Rainer Weiß, den ich dann 2003 auf der Buchmesse, wir haben uns gut verstanden und ich hatte überhaupt nicht vor, er war damals Programmdirektor bei Solka, ihm ein Manuskript zu schicken oder so, das stand ja gar nicht zur Debatte. Wir haben uns gut verstanden und so weißt du, Schritt für Schritt, dadurch, dass Gerald in Frankfurt wohnte und ich mit Weiß, Rainer Weiß mich gut verstanden hatte, waren das keine Buchmessen mehr. Weil Jahr für Jahr war ich schon auf der Buchmesse, sondern ich lernte plötzlich wieder Freunde kennen. Und da ich eigentlich ein geselliger Mensch bin, fiel mir das auch leicht. Das kann ich bestätigen. Ja, und dann sah ich auch, diese Frankfurter sind gar nicht so schlimm. Die sind so ein bisschen bescheuert wie die Bremer, aber ansonsten kann man sie ganz gut... Ein bisschen gefährlicher, ja. Sie haben Drogenprobleme und was weiß ich, die reden sehr viel von Geld, die haben Saaten auch. Aber ansonsten habe ich mir gedacht, super Leute, ich passe hier gut rein. Und dann waren das keine Buchmessen mehr und dann ist der Verlag Weißbuchs hier gegründet worden. Und dann schlief ich nicht mehr in den Hotels in Frankfurt, sondern bei Freunden. Und dann mehr und mehr habe ich mir gedacht, das ist eigentlich die zweite Heimat, auch geistig, weil der Verlag hier da war. Und ich vermehrt, seit 2006 publiziere ich ja regelmäßig in der Frankfurter Rundschau, jetzt auch seit letztem Jahr in der FAZ. Und dann war das diverse Essays dort. Diverse Essays. Und dann war ich in diesem System drin und begriff dann auch, wie die Viertel hier funktionieren, wer wo wohnt, wer was hier zu sagen hat oder nicht, lernte dann auch Politiker kennen. Die sind ja aber überall, wie man weiß, Leute, mit denen man schon interessante Gespräche führt, aber vieles doch in Frage stellen muss. Und da hatte ich auch sehr viele Diskussionen über Schröder und die SPD und so weiter. Das fand ich alles sehr interessant. Und dann war das, und das Wesentliche ist, meine Damen und Herren, weiße Tischdecken auf den Tischen, Wein und die Sonne. Und wenn man aus Bremen kommt, dann hat man große Sehnsucht nach weißen Tischdecken, nach gutem Wein und nach der Sonne. Also hier ist es wirklich wärmer, ja. Ja, das war entscheidend auch, weil dann dachte ich mir, gute Leute, gutes Wetter, schlechte Kopie von New York. Aber also ich glaube in der Tat, manchmal in der Sommerzeit kann man den Opernplatz ein bisschen auch mit Nizza oder anderen, zum Beispiel norditalienischen Städten verwechseln. Es hat schon ein gewisses mediterranes Flair hier und da. Absolut, ja. Und die Lebensart und Lebenskultur, das ist in Frankfurt schon, das wird in 3D zelebriert. Open-minded. Und natürlich hatte ich ein bisschen die Hosen voll, als ich diesen ersten, mein erstes Buch über, ich habe schon über Bremen geschrieben, oder? Über meine Migranten-Themen, sehr viel über Masuren, Elmar und Masuren, das erinnert mich. Heimat übrigens. Heimat, ja. Aber über Frankfurt noch nicht. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wie begegne ich dieser Stadt, diesem Hotel, diesen Menschen? Und da habe ich mir gedacht, das geht nur mit Frechheit. Das geht nur so, dass man sich mitten in den Main schmeißt und sozusagen das Schönste rausholt, was es hier gibt. Und das ist, weißt du, was, weil du fragtest, was uns verbindet. Also natürlich die Liebe zum Wein, aber das ist eine ästhetische Liebe. Das heißt, es ist ein sehr kultiviertes, bewusstes Trinken. Und das ist das, was auch die Literatur macht. Und dann kannst du auch über so eine schwierige Stadt, über die Martin Moselbach schon so viele Romane geschrieben hat, die hier spielen, kannst du dennoch was Neues schreiben und entdecken. Das geht. Mir gefällt ganz gut, dass du eben nicht aus Frankfurt bist und so einen ganz eigenen Blick in die Stadt gibst hier in dem Buch. Wobei du ganz viele Themen abhandelst, da muss ich jetzt mal für mich sprechen. So viele Schnittpunkte hatte ich selten in einem Buch. Ne? Das geht über Rockmusik der 60er, 70er Jahre, diverse Exzesse mit halluzinogenen Drogen, Familienfeste, die nach hinten losgehen, die üblichen Liebschaften mit viel Leidenschaft und Schmerz. Also ein Buch, wo ich persönlich mich ganz oft wiedergefunden habe, extrem kurzweilig zu lesen, aber auch so eine ganz authentische Sicht auf Frankfurt. Teilweise sehr nüchtern, teilweise sehr romantisch, aber immer sehr echt einfach. Ja. Hat mir unheimlich gut gefallen. Beim Thema Wein haben wir natürlich diverse Schnittpunkte schon gehabt. Wir teilen eine große Leidenschaft und das ist neben Venedig italienischer Wein. Das stimmt, ja. Dementsprechend habe ich natürlich gesagt, wir müssen einen italienischen Wein in die Probe nehmen. Das geht gar nicht ohne. Demnach haben wir einen Rotwein ausgesucht, wo ich so ein bisschen meine Geschichte mit habe, ja, mit dem Piemont. Das Weingut meines leider viel zu früh verstorbenen Freundes Giampiero Bianco.
ein Weinberg, der mir sehr am Herzen liegt, weil es einfach ein Stück Land ist, wo ich aktiv das erste Mal gelernt habe, Wein zu machen, also so ein bisschen in der schaffenden Phase der Weinromantik war. Wir haben den Wein noch nicht zusammen getrunken, obwohl wir schon sicher? Annähernd Hektoliter Wein. So langsam trinke ich mich durch euren Keller. Ja, nee, aber wir haben es tatsächlich noch nicht gemeinsam getrunken. Ich dachte, das ist ein ganz gutes Add-on für heute Abend. Das ist mit Sicherheit ein Wein, der schmeckt. Ich glaube, so gut kann ich deinen Geschmack deuten mittlerweile. Wir sind in Piemont, in Monte Grosso d'Asti, zwischen Alba und Asti gelegen. Der Weinberg heißt Brico Sereno, so heißt auch der Wein. Das ist ein relativ steiler, von Muschelkalk geprägter Weinberg, der im Sommer extrem heiß wird, für norditalienische Verhältnisse sehr, sehr steil wird. Wir haben einen tollen Film gedreht, letztes Jahr im Herbst dort. Karl war mit in dem Weinberg. Das war tatsächlich ein echter Kraftakt. Ja, wir sind ja beide in Anführungszeichen Schwergewichte im Wein. Und dementsprechend war die Gravitation dort unser Endgegner. Und wir haben bei 40 Grad im Schatten gekämpft, den Weinberg runter und wieder hochzukommen. Barbera d'Asti, eine ganz traditionelle Sorte. Ein Wein, der extreme Wucht, extreme Eleganz zugleich hat, was wir unheimlich gerne selbst trinken. Und ich bin mal gespannt, ob er dir schmeckt. Also ich schätze das immer, mit dir über Wein zu sprechen, weil du eine gewisse Trinkerfahrung hast, im Sinne von, du weißt schon, was gut ist auch. Ja? Oh, ich trinke schon seit meinem 15. Lebensjahr, aber mein Wodka in die Farben. Wodka trinke ich mit dir keinen. Westeuropa sozusagen mein Wein gelandet, aber du bist ja sozusagen der Spezialist, oder? Professore. Der Professore. Ja. Ich bin Maestro, du bist Professore. Genau. Also es sind beiden, da könnten wir, bin ich mir sicher, wenn es die richtige Uhrzeit ist, auch wieder ein bisschen über Frank Zappa philosophieren. Das ist eine weitere Leidenschaft, ja. Exzellent. Und der ist auch sozusagen auch kräftig, ne? Das hat Bums. Was meinst du, was das Alkohol hat? 14? Ah, musst du was drauflegen. 15? 15. Dann ist das schon ein Problem. Es ist auf jeden Fall so, was Nettes zu kochen könnte auch. Aber ich meine, du weißt, dass ich ein großer Liebhaber von italienischen Weinen bin. Und ich streite mich jedes Mal mit meinem wunderbaren Kollegen, der weiß, der sagt, ach, du hast keine Ahnung, wenn überhaupt dann die Franzosen. Mhm. Und ich liebe die Franzosen, kein Problem. Aber aufgrund der Tatsache, dass Venedig mein zweites, wie soll man sagen, deine zweite Heimat. Und du kennst ja Venedig tatsächlich en Detail. En Detail, ich habe auch ein Buch geschrieben über Venedig und Die Novelle. Aber da hat das habe ich mit Genuss gelesen auch. Genau, ja. Und da hat sich diese ganze Liebe im Laufe der letzten 10 Jahre so entwickelt, weil, und das ist das, was mir auch an eurem Konzept gefällt, man entdeckt immer wieder so ganz kleine, unbekannte Winzereien, die irgendwas Schönes haben. Und dann wird das getrunken. Ja, ich keine Massenware. Ich denke, das ist ähnlich wie mit Literatur. Es gibt so den Mainstream, das macht auch mal Spaß zu lesen, ohne da jetzt Namen zu nennen. Mhm. Aber man muss, glaube ich, einfach mal so bei den kleinen Verlagen gucken, bei den kleinen Schreiberlingen. Da gibt es durchaus unterhaltsame und handwerklich hochwertige Sachen, die man lesen kann. Und ähnlich ist es natürlich beim Wein. Ja? Absolut. Also das ist so ein Beispiel dafür. Da gibt es etliche Winzer, die sind bekannter aus der Gegend, etliche Weine, die sind renommierter. Aber ich schätze trotzdem so das Herzblut, was auch drin schmeckt. Ich denke, das ist ähnlich wie in der Literatur, das spürt man dann schon. Absolut, das hat aber nichts zu sagen, weißt du, nennen wir nur zum Beispiel meinen Meister, großartigen Dichter Christoph Melange, der erst nach dem Nobelpreis richtig bekannt wurde. In den 60er, 70er Jahren war in Kalifornien in Grant, galt er vor allem als Übersetzer des genialen Zbigniew Herbert, ja. Während solche Kanonen wie sein Freund, Melange Freund Josef Brodsky, also nach seiner Flucht aus der Sowjetunion oder Ausreise sofort dann Weltruhm erlangte. Und das ist eben das, worauf du völlig richtig hinweist, das ist sehr relativ, sehr relativ. Es gibt Nobelpreisträger, die werden heute nicht mehr gelesen. Ja. Und es gibt solche, die keinen Nobelpreis bekommen haben, aber dennoch weltbekannt sind. Und kultig sind auch. Kultig sind. Und dann gibt es aber wiederum auch solche, die nur kultig sind, aber wesentlichen Beitrag. Wo wenig Substanz ist, meinst du? Nein, wo wenig, da ist alles da, aber die einen wesentlichen, und das wissen Kenner, wesentlichen Beitrag geleistet haben zur Weiterentwicklung der Literatur oder Philosophie.
Und wer liest denn schon heute Simone Weil zum Beispiel, für Albert Camus die wichtigste Philosophin Frankreichs gewesen ist? Ja, das hast du im Philosophiestudium vielleicht, ne? Ja, genau, kann es passieren, dass du das im vierten, fünften Semester mal auf dem Tisch hast? Jeder kennt natürlich Platon und den Mythos von Sisyphus, aber, ja, aber das ist, genau, Standards das ist sind nach wie vor langweilig. McDonald's, ne? Quasi, ja. Ist so, ne? Ja, aber das ist das, was ich bei euch auch gesehen habe, dass ihr eben, okay, es gibt McDonald's, es gibt Coca-Cola. Ja, also ich sag mal, wir tun... Aber es gibt viele Dinge zu entdecken. Ja, denke ich auch. Es gibt eben so Sachen, die du auch... ich sage dir mal ein Beispiel, ne? Wir haben Weine, die vergleiche ich dann hier und da mal ganz gern mit Söder von Horvath, Jugend ohne Gott, ne? Das sind Sachen, das lesen die Freaks. Hier und da hat das mal jemand gelesen, der so ein bisschen, ich will jetzt sagen gebildeter ist, aber der ein bisschen mehr Literatur auf dem Schirm hat oder Philosophie auf dem Schirm hat. Den Anspruch haben wir teilweise an unsere Weine gar nicht. Also ich versuche das mit einfacher Sprache zu vermitteln, aber wir ziehen damit Leute, die sich dann entwickeln zu Philosophen. Aber trotzdem sprichst du über Qualität und das schätzen die Leute, weil genau, die Leute heute absolut selbstbewusst geworden sind. Das hat positiv, soziologisch positive und negative Auswirkungen, weil wir in einer Zeit der totalen Widersprüche leben und auch in Zeiten, wo praktisch das, was Habermas früher die Frankfurter Schule gemacht hat mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit, ist der Titel des Buches von Habermas, das wird heute alles neu geschrieben, weil aufgrund der Social Media Geschichten ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit stattgefunden hat, so dass praktisch jeder was sagen kann. Genau, es ist ja jeder in der Öffentlichkeit per se erstmal selbst, genau, ja, und hat seine eigene Leserschaft. Und wenn es nur eine kleine ist im privaten Kreis. Ne? Trotzdem gibt es eine Zensur. Ne? Genau, jeder, die meine, teilweise schlimmer ist wie eine öffentliche von außerhalb. Absolut, ja. Ich meine, wir zensieren im Prinzip in dem Sinne auch, wenn ihr so Empfehlungen aussprecht. Aber es ist auch eine Art moderner Umgang mit der Öffentlichkeit. Und das ist sehr interessant. Du, vor 20 Jahren Weingeist hätten ganz anders funktioniert. Ne? Mit Sicherheit. Und ich gehe davon aus, dass wir in 5 Jahren auch ganz anders funktionieren. Das Schöne ist aber der Weg dorthin. Die Entwicklung zu beobachten, wie man sich selbst entwickelt, wie sich das drumherum entwickelt. Ich glaube, das ist das wirklich Spannende, wenn man genau hinschaut. Ja, da bin ich gespannt. Trotzdem wird mich niemand davon überzeugen. Ich bin oft auf der Biennale in Venedig, wo man die schönsten, die wichtigsten Kunstsachen, die neuesten Entwicklungen sieht. Mhm. Und es gab ein Jahr, da waren die Chinesen da und das war beeindruckend, was die in der Kunst machen, aber es war eine Mischung aus Video, Literatur, Malerei, also es war wie Blade Runner, also total überwältigend. Und da habe ich mich gefragt, will ich denn irgendwann solche Romane schreiben, sodass du das Buch kaufst, aber im Prinzip beim Download eine virtuelle Filmwelt gleichzeitig auch hast, das wird alles möglich sein. Ja, ich glaube, da bin ich ein bisschen oldschool für. Also ich bin ja auch jemand, der beim Lesen die Haptik irgendwie noch schätzt. Mhm. Ich kaufe tatsächlich alles noch in Print. Das ist ja für viele auch schon out oder das überhaupt nie in gewesen. Das ist analog, was wir hier machen. Genau, und ich bin auch musikalisch noch genauso unterwegs. Ich kann mit digital wenig anfangen. Ich leg am liebsten, wir haben das ja auch zelebriert drüben im Hotel Lindley, abends noch Vinyl aufgelegt und trinken Rotwein dazu und führen ähnliche Gespräche wie jetzt. Also absolut, also der heutige 20-30-Jährige weiß überhaupt nicht, was das bedeutet, dass es in den 70ern die Band Led Zeppelin gab, die im Prinzip die beste Rock'n'Roll-Band der Welt. Ja. Sie hat alles, was später, The Cure und alles, was nach The Cure kam, alles maßgeblich beeinflusst. Ne? Maßgeblich, aber heute ist das dieses sozusagen, dieses fürchterliche Halbwissen ist ja da, wogegen ich nichts habe, weil... Das ist ja oft auch ein Einstieg. Generationen müssen andere Generationen besorgen. Aber das habe ich auch gemacht mit meiner Vorgeneration. Aber dennoch, es gibt Elemente, die sehr stabil sind. Ja? Und es wird lange dauern, bis jemand kommt, der das weiter voranbringen wird. Und das ist, ich glaube dann an euren Wein, das ist das, was ich mag, weil letztendlich sprechen wir über die Kulturgeschichte der Menschheit. Nicht wahr? Wenn wir uns mit Wein. Wir sprechen über 7000 Jahre gelebte und genossene, gewerkelte Kultur. Vermutlich schmeckte der Römerwein, sagen wir mal, als das Kolosseum gebaut worden ist, im ersten Jahrhundert nach 78, glaube ich, war das zu Ende gebaut, das Kolosseum, schmeckte der Wein für uns heute fürchterlich. Ungenießbar wahrscheinlich. Ungenießbar. Aber es gab es auf jeden Fall.
Wie schmeckt dir das? Und das schmeckt mir, wie mehr ich davon trinke. Das ist natürlich die große Gefahr. Bei dem Tropfen. Sollen wir noch ein bisschen was lesen, solange du noch kannst? Sehr gerne. Und dann wir sind ja heute live ein bisschen, weil wunderbare Gäste zugeschaltet. Aber darf ich denn zwischendurch auch kurz auf die Toilette gehen? Wir können gerne mal einen kleinen Break machen, wenn jemand auch rauchen möchte in der Zwischenzeit. Würdest du denn gerne mein Publikum unterhalten? Und ich hoffe in derselben, nicht gleichen, selben Qualität. In der gleichen. Finger weg vom Alkohol. Ja, willkommen zurück. Wir haben mal ein dringendes Bedürfnis gerade gestillt. Wir waren stehen geblieben bei deinem Roman. Du darfst dich gerne nochmal stärken, die Kehle benetzen mit edlem Rebensaft und ich glaube, wir sind gespannt auf den zweiten Teil. Jawohl, es kommen wieder so ungefähr 15 Minuten. Und ich muss dazu natürlich was sagen, weil ich hatte in dem Roman die Schwierigkeit, schließlich, wie erzähle ich die Familiengeschichte der Lindleys. Und diese Lindley-Familie ist sehr wichtig für das 19. Jahrhundert. Erstmal für die... In der Stadt Frankfurt? Genau, also für die Stadt Frankfurt natürlich, aber auch für viele Städte Europas, weil sie, das ist das, was England in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts groß gemacht hat. Industrie. Und sie haben Kanalisationen gebaut. Man muss sich vorstellen, dass das in Frankfurt so gewesen ist, dass erst zum Ende des 19. Jahrhunderts die Kanalisation richtig funktionierte. Das bedeutete, dass es weniger Krankheiten gab, die wir kennen, diverse, wie Rohr oder was weiß ich, diverse Krankheiten, die verursacht haben, dass Leute auch tatsächlich richtig massiv gestorben sind. Und als ich mich mit diesem Thema auseinandersetzte und ich las auch eine Biografie über den Lindleys, habe ich mir gedacht, so was für einen Begriff haben wir vom Fortschritt? Also wie verstehen wir Fortschritt? Was bedeutet Technologie? Und ich war total fasziniert davon, dass nicht nur Frankfurt, sondern auch Warschau, in Warschau gibt es die berühmten Lindley-Filter, dass das sozusagen das der Anfang des globalen Denkens gewesen ist. Und, ist keine Erfindung des Neoliberalismus, sondern eben des 19. Jahrhunderts. Auf der einen Seite Marx, Hegel, Engels und auf der anderen Seite die Reinigung der Städte. Und ich dachte mir, es wäre total albern, man beschreibt einfach irgendwie oder lässt einen Dialog in dieser Familiengeschichte erzählen. Ich habe mir gedacht, ich lasse einfach Mr. Lindley auftreten. Und da wir hier mit halluzinogenen Pilzen zu tun haben, ist ja alles möglich in diesem Hotel Lindley, nicht wahr? Und da lese ich eine Passage, wie Robert Brzezinski, der Psychiater, seine Unterweltreise macht in Frankfurt und das geht dann folgendermaßen los. Das ist sehr amüsant. Robert wollte sich eine Zigarette anzünden, doch Herr Hiroshima riss ihm die Fluppe aus dem Mund und warf sie auf den Boden. Sie dürfen hier nicht rauchen, Herr Lindley. Raucht auch nicht mehr. Wer raucht denn heutzutage noch? Nur kranke Idioten. Aber meine Seele will rauchen, wehrte sich Robert. Er musste sich plötzlich übergeben. Er reierte vor die eigenen Füße und wischte sich mit dem Ärmel seines Sackos den Mund. Seinem Kopf und seinem Magen ging es sofort besser. Er begriff allerdings nicht, wie ihn Larissa in dieser heiklen Lage allein lassen konnte. Wollte sie ihn austricksen? Robert hatte keine andere Wahl. Er trat durch die Tür des Fischergewölbes in die ägyptische Finsternis ein und dann sprang plötzlich Licht in diesem feuchten Steinloch an, das jedoch für solche Gefilde viel zu schwach war. Immerhin hatte irgendjemand dafür gesorgt, dass Robert wieder Vertrauen in sein Tun fasste und sich über nichts mehr wunderte. Sein Augenlicht war vollständig zurück. Seinem Bruder Jack machte er keinerlei Vorwürfe. Etwas anderes konnte man von ihm nicht erwarten. Es war Robert die ganze Zeit bewusst gewesen, dass auf Jack kein Verlass war. Wenigstens verschwand endlich die Angst vor dem Ungewissen. Herr Hiroshima kümmerte sich um ihn wie ein guter Freund. Er brachte für Roberts Sorgen Geduld und Verständnis auf. Und nur das zählte jetzt. Sie gingen durch das Gewölbe und der Boden fühlte sich unter seinen Schuhen weich und lehmig an, sodass Robert nur langsam vorankam. Er fürchtete, in diesen Katakomben auszurutschen und nie mehr aufstehen zu können. Er würde unter tausenden Champignons verschwinden, die Pilze würden ihn bedecken wie ein Teppich
und in ihm Wurzeln schlagen. Herr Hiroshima sagte, stopp, wir sind da. Herr Lindley hat sich im alten Fischergewölbe sein Büro eingerichtet, weil er mit der Außenwelt nichts mehr zu schaffen haben will. Aber das wird er Ihnen selbst erklären. Ich habe jetzt etwas anderes zu tun und muss gehen. Ich wünsche Ihnen, Herr Professor Brzezinski, einen angenehmen Aufenthalt im wahren Frankfurt. Und sollten Sie irgendwelche Wünsche haben, rufen Sie einfach nach mir. Ich komme dann bei Ihnen sofort vorbei. Am Ende eines Ganges im Gewölbe erblickte Robert einen sauberen und hellen Raum, in dem nur ein Schreibtisch stand. Zwei Herren arbeiteten dort. Der eine am Schreibtisch, der Jüngere, kam Robert seltsam bekannt vor. Und der andere, der Ältere, der einen Text diktierte, musste der berühmte Frankfurter Ingenieur sein. Robert verließ das feuchte und kühle Gewölbe mit den Champignons. Jetzt musste er Herrn Lindley endlich kennenlernen. Der lange Gang, ein enger Korridor mit einer niedrigen Decke, besaß eigentümliche Eigenschaften. Man war zwar in ihm unterwegs, aber man kam überhaupt nicht voran. Erst als Herr Lindley bemerkte, dass er Besuch hatte, gehorchte der Korridorboden Roberts Füßen und nach wenigen Schritten kam er in das Büro des englischen Ingenieurs, der so seltsam gekleidet war wie der Asiate aus der Saigon-Bar. Der Deutsch-Engländer, der in Hamburg geboren worden war, trug einen gepflegten Bart. Seine Augen waren graublau und kalt wie die Nordsee. Herr Professor Brzezinski, sagte William Herline Lindley, was für eine Ehre. Ich heiße Sie in meinem Reich herzlich willkommen. Wir haben Sie schon erwartet. Der Ingenieur gab Robert die Hand und stellte ihm auch seinen Sekretär vor, einen gewissen Herrn Rolf Dieter Brinkmann, der, gekleidet wie ein Buchhalter aus dem 19. Jahrhundert, hinter seinem Schreibtisch aufsprang, sich kurz verbeugte und sagte, gestatten, Brinkmann, Dichter aus Fechter. Brzezinski, Psychiater aus Berlin, antwortete Robert, der enttäuscht war, was ist bloß aus dir geworden, Brinkmann, ein preußischer Beamter und Offizier. Du warst in meiner Jugend neben Nicolas Born mein deutscher Lieblingsdichter. Und nun das. Und im nächsten Moment wandte sich Robert an den Ingenieur, da er Durst hatte. Jacks Pilzsalat war wirklich total versalzen gewesen. Mein Hals ist so trocken, meine Zunge klebt am Gaumen. Hätten Sie vielleicht einen Tropfen Wasser für mich? Aber selbstverständlich, meine Firma ist ja bekannt dafür, dass wir für die beste Wasserqualität in Europa sorgen. Ich meine, ich muss Ihnen, Sie sind doch Pole, oder? Nichts von unserem Rheinwasserreservoir und unserer Schwemmkanalisation und Kläranlage in Warschau erzählen. Dort im Rheinwasserreservoir können Sie einfach mit einer Suppenkelle das gefilterte Wasser aus einem Becken schöpfen und sofort trinken. Aber zur Sache, Herr Brinkmann, holen Sie bitte für unseren Gast ein Glas Wasser und beeilen Sie sich. Robert, dem es zwar besser ging, nachdem er sich erbrochen hatte, dem aber die Beine immer noch nicht richtig gehorchen wollten, setzte sich auf den Stuhl des Sekretärs von Herrn Lindley. Ich habe sehr viele Fragen an Sie, Herr Lindley, und ich habe mit einigen Überraschungen gerechnet. Doch was tut der Dichter aus Fechter bei Ihnen? Ach, wissen Sie, Herr Brinkmann ist viel zu schwach auf der Brust. So kam er schon auf die Welt. Als Kanalisationsarbeiter hat er nichts getaugt, aber schreiben und rechnen kann er weltmeisterlich. Und ich muss natürlich eines zugeben, die Arbeit in unserer Kläranlage in Niederrad ist wirklich schwer und dreckig. Ein Normalsterblicher hält diesen Gestank und die Schufterei bei der Reinigung der Kläranlage und der Kanäle nicht aus. Deshalb lasse ich in Niederrad nur die schlimmsten Verbrecher und die nutzlosesten Zeitgenossen schuften. Sie werden diese Burschen persönlich kennenlernen. Ich möchte Ihnen nämlich unsere wichtigsten Werke und Projekte zeigen. Die Wasserfilter in Warschau, die Kläranlage in Frankfurt und die Cloaca Maxima in Rom, die wir zwar nicht gebaut haben, die wir aber betreuen und instand halten. Herr Brinkmann brachte das Glas Wasser. Der Sekretär schwieg und blieb neben Robert stehen, dem die Beine schwer geworden waren. Das sind nicht mehr meine Beine, klagte Robert, während er sich die Oberschenkel massierte. Herr Lindley, das sind nicht mehr meine Beine. Sie versagen mir den Dienst. Reden Sie keinen Unsinn, Herr Professor. Schauen Sie sich lieber meinen Sekretär an. Herr Brinkmann wohnt bei mir seit seinem tragischen Unfall tot in England. Ich habe ein Herz für menschliche Tragödien. Ich habe ihn bei mir aufgenommen wie meinen eigenen Sohn. Herr Brinkmann ist in unserer Firma in guten Händen. Ich habe ihm gleich zu Anfang verboten, Gedichte zu schreiben.
Er muss wieder einen nüchternen Kopf kriegen. Deshalb lasse ich ihn jeden Tag rechnen und Tabellen ausfüllen, technische Zeichnungen anfertigen und die Buchhaltung führen. Wer als Dichter vor einem Pub, das obendrein Shakespeare heißt, von einem Auto totgefahren wird, weil er unseren Linksverkehr nicht begriffen hat, muss nach seinem Tod erst einmal gemeinnützige Arbeit leisten. Da bin ich streng. Schließlich denke ich unternehmerisch. Ein Geschäftsmann kennt keine Gnade, was die Wahrheit der Zahlen angeht. Robert trank das Wasser. Es schmeckte. Es war kühl und eisenhaltig. Genau genommen schmeckte es genauso wie das Wasser aus dem Brunnen an den Masurischen Seen. In jedem Erholungszentrum gab es draußen öffentliche Wasserhähne, ganz in der Nähe der Ferienbungalows und Hütten. Und man konnte dieses Wasser auch zum Kochen und Waschen verwenden. Der Sozialismus verstand nichts von Ökonomie und entwickelte keine bahnbrechenden Technologien. Aber trotz allem, der Westen konnte dem Sozialismus nicht das Wasser reichen. Mit diesem Überlegenheitsgefühl zumindest wuchs Robert in der Volksrepublik Polen auf. Herr Brinkmann schweigt ja die ganze Zeit, sagte Robert. Warum nur? Ohne seine poetischen Bösartigkeiten und Beschimpfungen würden die Deutschen womöglich immer noch in ihren Reisebussen sitzen, nach Breslau oder Danzig oder Ostpreußen fahren, um den Polen die Leviten zu lesen. Herr Brinkmann aus Vechta und Herr Bauer aus Frankfurt. Die beiden Herren, ein Dichter und ein Anwalt, zählen für mich zu den wichtigsten Kanalisationsarbeitern der Bundesrepublik, Herr Lindley. Doch ihre Familie hat die Pionierarbeit geleistet und obendrein nicht nur in Deutschland. Der Ingenieur ging in seinem Büro eine Weile auf und ab, als bräuchte er etwas Bedenkzeit. Dann sagte er, ach, wissen Sie, Herr Professor Brzezinski, wir haben nur dafür gesorgt, dass die Städte sauber und gesund werden. In ganz Europa praktisch. Und selbst in Baku haben wir eine Kanalisation gebaut. Doch das ist in Wahrheit keine große Leistung. Denn wären wir es nicht gewesen, mein Vater und meine Brüder, hätte jemand anderer diese Schufterei übernommen. Auf der Erdoberfläche jagen hohle Männer und Frauen nach Geld und Ruhm und töten sogar dafür. Und sie verdecken die ganze Erde mit ihren Abfällen und scheren sich einen Dreck um die Zukunft ihrer Nachkommen. Deshalb musste sich jemand dagegen aufbäumen und wenigstens das Abwasser vernünftig aufbereiten. Sie sind für mich ein Genie, unterbrach ihn Robert. Mein Großvater Josef, der war wirklich ein Genie, weil er sich als Astronom mit der größten Illusion unseres Daseins beschäftigt hat, mit der Zeit nämlich. Er war ein echter Wissenschaftler, der obendrein seinem König treu gedient hat. Dank Großvater Josefs Berechnungen konnte die Zeitdifferenz zwischen den Längengraden von Paris und Greenwich solide überprüft und korrekt bestimmt werden, sodass die Kartografie einen großen Schritt nach vorne machen und England endlich vernünftig kartografiert werden konnte. Das ist eine wahre Leistung, auf die ich wirklich stolz bin. Aber wo wohnen Sie eigentlich? Wo steht in Frankfurt Ihr Haus? So ein reicher Mann wie Sie wird wohl ein Dach über dem Kopf haben. Oder pendeln Sie zwischen England und Deutschland hin und her? Ach, wissen Sie, wir sind Hotelmenschen. Wir hatten schon immer Pfeffer und Ameisen im Hintern und langweilten uns deshalb zu Hause sehr. In Hamburg hat mein Vater William nie richtig Fuß fassen können, obwohl er dort zwischen 1838 und 1860 unzählige Bauprojekte betreute und sogar Leiter der sogenannten Stadtwasserkunst war, zumindest für eine bestimmte Zeit. In Hamburg hat er jedenfalls im Streitshotel am Jungfernstieg gehaust. Das ist dann irgendwann abgebrannt und wieder aufgebaut worden. Feuer ist daher der größte Feind der Familie Lindley. Feuer und Krieg. Aber zur Sache. Ich bin schon seit 1879 für die Stadt Frankfurt tätig. Seit einer Ewigkeit. Also, Herr Professor Brzezinski, wer hätte das gedacht? Und ich wohne hier im alten Fischergewölbe. Ich habe mit der Außenwelt nichts mehr am Hut. Ich will die Kriege und das ganze Leid und Elend der Opfer nicht mehr sehen. Das ganze Morden und Betrügen. Ich lebe nur noch für meine Arbeit. Und Sie bewundern im Übrigen den Falschen. Ich kann mich mit meinem jüngeren Bruder Josef nicht vergleichen, der, als er noch jung und gesund war, 5 Fremdsprachen konnte. Er sprach selbst Polnisch. Doch das ist Geschichte. Er ist ja leider schwer krank geworden.
Und das handelt sich bei ihm um ein unheilbares Nervenleiden. Denn ein Polyglotte kann man schon, als Polyglotte kann man schon verrückt werden, weil man irgendwann nicht mehr weiß, wo man zu Hause ist und wo die Muttersprachen abgeblieben sind. Doch trotz der familiären Tragödien muss man auf unsere Sippe stolz sein. Immerhin haben wir in Frankfurt unter meiner Leitung die Schwemmkanalisation und die Kläranlage gebaut. In einer Stadt, die in ihrem Drang nach Reichtum London nacheifern will. Leider kopieren die Frankfurter Banker auch die schlechten Sitten ihrer Londoner Kollegen. Was meinen Sie, Professor Brückschinski, wie viel Dreck bei der Geldwäsche oder auf der Börse in Frankfurt entsteht? Eine Schande! Robert stand endlich auf und gab den Schreibtischstuhl frei, weil ihm Herr Brinkmann leid tat. Der Dichter hatte nämlich ein Notizheft aus der Seitentasche seines Sackos geholt und schrieb etwas in Stehen. Das geöffnete Heftchen hielt er in der linken Hand, mit der anderen machte er Notizen. Er war so sehr in Schreiben vertieft, dass er nicht einmal merkte, wie Robert ihm den Platz wieder frei machte. Bitte, Herr Sekretär, es ist Ihr Schreibtisch. Sie sollen es beim Schreiben bequem haben, meinte Robert. Der Ingenieur sagte, Herr Brinkmann, kehren Sie doch bitte an Ihre eigentliche Arbeit zurück. Sie sollen nicht mehr dichten. Das Dichten macht Sie krank und unglücklich. Denken Sie an Ihre Familie und an Ihr Werk, das keine Fortsetzung mehr braucht. Es ist vollendet. Der Sekretär gab freiwillig sein Notizheft ab, wofür er ein kleines, gütiges Lächeln seines Chefs ernten konnte. Robert sagte, zu gern hätte ich wenigstens einen Blick in das Notizheft Ihres Sekretärs geworfen, aber es ist bestimmt verboten, nicht wahr? So ist es, Herr Brückschinski. Die Schublade in meinem Schreibtisch platzt vor Überfüllung und Papierstau. Dort lagern die ganzen Heftchen von Herrn Brinkmann. Da sind sie auch gut aufgehoben. Außerdem, wer soll denn all das Zeug, das Jahr für Jahr neu entsteht und Dichtung und Wahrheit genannt werden will, lesen, auch rein unternehmerisch betrachtet? Da bleibe ich lieber bei meinen Klassikern, John Milton und Johann Wolfgang von Goethe. Sie zählen auch zu unseren besten Kunden. Herr Lindley, Sie sind doch kein Tyrann. Sie haben Großes geleistet, wie Ihr Vater William. Ach, wissen Sie, Herr Brückschinski, unsere Familie Lindley hat selbstverständlich Großes geleistet. In Baku und Lodz, in Hamburg und Frankfurt, in Warschau und Basel und selbst in der goldenen Stadt Prag wird unser Abwassersystem benutzt. Und wir sind in Europa die Erbauer der ersten Schwemmkanalisation, die das Regenwasser auffangen und es zur Spülung der Kloake einsetzen. Doch unser Hauptverdienst, was niemand richtig anerkennen will, liegt eigentlich in unserem Beitrag zum kosmopolitischen und mobilen Bürgertum, das überall zu Hause ist. Wir haben die Zeichen der Zeit verstanden und auf die globale Vermarktung unserer Technologie und Produkte gesetzt. Es gibt dennoch eine Niederlage zu verzeichnen, nämlich die, dass es zu den beiden Weltkriegen kam, dass dann ausgerechnet England und Deutschland, zwei Brüder, meine beiden Heimatländer, zu unerbittlichen Feinden wurden. Der Hass der Nationalisten hat mir das Herz zerrissen. Und so habe ich auch seltsamerweise schnell begriffen, wie sich mein Vater gefühlt haben musste, als er seine hübsche junge Frau, unsere Mutter Julia, verlor, die nach einer schweren Krankheit früh verstarb. Herr Professor Brückschinski, Sie sind erfolgreich in Ihrem Beruf. Sie sind auch verheiratet und ich kann Ihnen eines bezeugen. Ihre Frau Carolina ist in Wirklichkeit Ihr einziges Zuhause, das Sie haben. Und deshalb müssen Sie alles dafür tun, dass Sie glücklich bleiben. Denn einen Weltkrieg können Sie allein nicht abwenden. Genauso wenig wie eine tödliche Krankheit. Genießen Sie da hier Ihre irdischen Tage und Nächte zusammen mit Ihrer Gemahlin oder Geliebten. Suchen Sie nicht wie Gilgamesch nach der Rakete zur Unsterblichkeit. Diesen Planeten werden wir Menschen nie erreichen. Zumindest nicht in unserer Uniform aus Fleisch und Blut. Das ist meine Vorstellung von Mr. Linde. Ja, wie geht's jetzt? Ja, bitte.
mir geht es jetzt exakt wieder genauso wie in dem Moment, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe. So der Weg zurück in die Realität ist nicht ganz so einfach. Ne? Also das, man verfängt sich da schon in so einer Traumwelt, die du ganz gut umschreibst. Frage zu dem, zum Pilzsalat, der versalzen, ist das so ein bisschen autobiografisch auch, die Erzählung? Ich habe ja, selbstverständlich ist vieles, was man so schreibt, autobiografisch. Die Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben manchmal mit dieser Frage große Probleme. Ich nie, weil ich ein Kind der Postmoderne. Und ich, du kannst dir vorstellen, eine Kindheit im Sozialismus, im Kalten Krieg vor 89, wir hatten als Jugendliche einen ganz anderen Zugang zu Drogen. Selbstverständlich gab es vor 89 Marihuana in Polen, aber vieles musste man selber machen. Solche Pilzsalate zum Beispiel. Und ich glaube, wir waren auch ein bisschen risikobereiter als das. Man war risikobereiter, ne? Und es gab auch leider, es gab ja auch, wie nannten das, nicht Komplott, sondern Kompott, wo man dann aus Heroin etwas machte, was der Westen nicht kannte. Aber wir haben als Jugendliche alles durchprobiert. In Anfang der 80er Jahre gab es in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze das berühmte Rockfestival in Jarocin, wo ich eigentlich auch einmal gewesen bin. Da waren alle stoned und high. Aber wir hatten halt ganz anderen Zugang. Und der Konsum, Marihuana war da, aber der Konsum war nicht so gewaltig natürlich wie in der Europa. Aber deshalb war man experimentierfreudig. Ja. Und man musste halt suchen nach Musik. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man das Ganze kanalisiert zum Schluss. Und wenn Kreativität im Spiel ist, kommt in der Regel was Brauchbares bei raus, was auch ein bisschen Bestand und Substanz hat. Absolut. Und das ist, weißt du, das, die Geschichte ist ja zufällig entstanden, weil als man das Hotel Lindley gebaut hat, hat man auch einen Raum geschaffen, den sogenannten Kräuterraum. Und da sollte es unbedingt, das hat sich der, mein Freund Stan, der Bauer quasi gewünscht, es sollte doch auch Pilze geben. Und für mich war das ein gefundenes Fressen. Wenn es Pilze gibt, genau. Wenn es schon Pilze gibt, dann lassen wir die Gäste auch reisen. Und ich war ja auch durch die Lektüre von Carlos Castaneda gut vorbereitet. Also nicht nur durch, ja, also durch nicht nur autobiografisch, auf verschiedenen Bewusstseinsebenen. Genau. Ja. Das ist irgendwann dann, ich weiß, nachdem ich satt gewesen bin in den 80er Jahren und ich hatte dann Pink Floyd, King Crimson, alles gesehen. Und irgendwann, 97, ließ ich mir dann mein langes Haar schneiden, hörte auch Marihuana zu lesen, zu rauchen, publizierte den ersten Roman und sagte mir, ich ziehe jetzt einen Anzug an, trage eine Krawatte, trinke Wodka und Wein, aber ich habe mit all dem Zeug nichts mehr zu tun. Und so Lindley, als dann Lindley, das Lindley-Projekt kam, kam das quasi auch zurück mit diesen Pilzen und das bot sich dann an, in diese Welten einzutauchen. Das ist die Kraft der Literatur, sie kann so einen Mr. Lindley wieder auferstehen. Ja, das ist so ein bisschen eine eigene Aufarbeitung auch. Hm. Auch für den, der es liest, manchmal, muss man sagen. So eine Erfahrung irgendwann im Leben mal gemacht zu haben, auf verschiedenen Ebenen des Bewusstseins, das kann man ja ad acta legen, aber es gibt ja sogenannte Flashbacks. Sowas Ähnliches hatte ich mehrfach in dem Buch. Es ist auch schön metaphorisch hier und da, es lässt viel Spielraum auch für Interpretation, das gefällt mir auch sehr gut. Insgesamt extrem kurzweilig und ich habe es jetzt ein zweites Mal bis zur Hälfte und es liest sich auch ein zweites Mal völlig anders als beim ersten Mal. Das habe ich bei wenigen Büchern, hat jetzt aber auch damit zu tun, wir kennen uns besser, ich wohne mittlerweile in dem Hotel, habe einen anderen Blick im wahrsten Sinne des Wortes, also es ist extrem spannend geworden. Ja. Wird es darauf einen Folgeroman geben? Na, nachdem ich jetzt unter anderem dich kennengelernt habe und diverse andere Longsessing-Gäste, schreibt sich das Buch von alleine. Ich überlege nur, wie ich das jetzt mit meinem Anwalt kläre, weil ich sehe schon sämtliche, viele Klagen. Also ich in dem Sinne, also wie konntest du das mir antun, Arthur? Ich bin doch gar nicht so, wie du mich dargestellt hast. Auch wenn man den Namen ändert. Aber ich sehe das, ich meine, Schriftstellerinnen und Schriftsteller sehen etwas, was Leser zwar auch sehen, aber dennoch mit anderen Augen also, sehen. Ja, die Autoren sehen das, und zwar, das sind so Details. Und ich möchte sehr gerne, ich habe jetzt satte Projekte, Romanprojekte für die nächsten 4, 5 Jahre, aber ich muss aus der Perspektive eines Nachtportiers schreiben.
was in seinem Hotel eigentlich passiert. Ich werde keine Details hinterfragen, ich freue mich auf jeden Fall auf das Buch. Ich glaube, du wirst damit gut umgehen können. Ich glaube auch. Vielleicht liest du mir ja was vor daraus. Ja? Vielleicht aber ganz kurz zurück zum Wein. Jetzt, wo das ganze Ding ein bisschen Luft bekommen hat, siehst du, das ist geballte Frucht. Passt enorm gut auch zu so einem kurzweiligen Abend, wie ich finde. Für all die, die jetzt heute Abend nicht dazu geschaltet haben oder hier vor Ort sind, wir sind ja eh maximal 8, glaube ich, mit Sicherheitsabstand. Dein Buch bekommt man bei uns im Shop auch, in Kombination mit den Weinen. Ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen. Prinzipiell möchte ich hier mal erwähnt haben, bei allem, was es an multimedialer Welt da draußen gibt, die Haptik von einem Buch, die ist nicht nachzuempfinden mit einem Stück Plastik in der Hand. Von daher kauft wieder Bücher und lest. Du hast zum Abschluss noch was mitgebracht. Genau. So als Schmankerl sozusagen, davon wusste ich auch nichts. Das ist ein Absacker. Was ich sehr zu schätzen weiß, by the way. Genau, das ist, wenn ich schon seit einem Jahr nicht wegen der Pandemie nicht lesen darf, unabhängig davon, wie sie auf dem Planeten Erde gelandet ist, möchte ich das jetzt voll ausnutzen und lesen und lesen. Und ich lese ein einziges Gedicht, das ich eigentlich aus diesem Gedichtband meinem letzten Bartel Gustav Balder bei der Parasitenpresse in Köln rausschmeißen wollte, weil mir das Gedicht zu kitschig vorkam. Aber wobei es auch ein tolles Buch ist. Also du hast mich einen Nachmittag hier entführt, in dem ich sehr genervt war von relativ schroffer und starrsinniger Arbeit an dem Fischmarkt von Rialto. Mhm. Wenn man den Ort kennt und die Stimmung dort kennt, dann war es im Prinzip wie ein kurzer Film, der vor einem ablief. Mhm. Da kannst du mal sehen, dass man Dichtung auch als Medizin benutzen kann. Unbedingt, Selbstheilung. Nicht nur Wein. Und meine Damen und Herren, und dann war es so, okay, das Gedicht bleibt und dann kam das Buch raus und es stellte sich heraus, das ist so wie griechischer Wein, Schlager. Ja? Also plötzlich mögen alle dieses Gedicht und ich lese es einfach vor. Als eine Gute-Nacht-Geschichte. Es geschah vor unseren Augen. Dass du mich einmal geliebt hast, habe ich es dann verstanden, als das Weltende kam. Und es geschah vor unseren Augen. Welpen und Maschinen legten sich schlafen. Wolken setzten sich auf ihre Stühle und träumten weiter. In den Sackgassen gediehen Gänseblümchen und Mörder. Und die Flüsse gebaren keine Steine mehr, die auf die Wanderung der Jahreszeiten warteten. Und ich konnte nicht mehr einschlafen, da die Nacht vergessen hatte, unsere Zimmer und Träume zu schließen. Die irdischen Horizonte stritten nicht mehr miteinander. Die Sonne durfte endlich ihre Uniform ablegen und dem Diktat der Astronomie eine Absage erteilen. Plötzlich bekamen unsere Worte die Bedeutung, die wir der Welt immer anheimgestellt haben, um zu überleben und zu feiern, das Sterben. Und der Glaube an unser Dorf zerbröselte nicht. Wir gingen bloß nach draußen, um unsere Fingernägel zu schneiden. Und just geschah es vor unseren Augen. Ein bisschen apokalyptisch, aber dennoch immer die Liebe. Und in diesem Sinne, ich bedanke mich herzlich für die wunderbare Einladung. Ich habe zu danken für das wunderbare Gespräch. Du warst ein ganz toller Gast. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, das wird auf jeden Fall ein Format sein, was bei uns ein bisschen in Serie gehen wird. Mhm. Jetzt nicht nur mit dir, sondern mit auch einigen deiner Kollegen. Ich kann mich nur bedanken. Es war für mich ein ganz, ganz entspannter und auch mal nicht so redseliger Abend, wie ich sonst immer habe. Ich konnte ein bisschen mehr lauschen und genießen. Ich hoffe, euch macht es genauso Spaß. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Weinlesung. Das nächste wird wieder mit dir sein, mit Arthur Becker. Als Thema, das kann ich schon mal vorwegnehmen, haben wir noch nicht besprochen, aber ich habe natürlich schon meine Pläne. Venedig wird ein Kernthema sein. Oh. Und es wird entsprechende Weine dazu geben. Ihr kennt das Prozedere zum Schluss. Ihr abonniert unseren Kanal mit Glöckchen. Ihr schreibt uns in die Kommentare, auch wenn ihr Anregungen und Fragen habt. Natürlich auch an Arthur. In diesem Sinne, bleibt sauber, trinkt was Gescheites, fangt wieder an zu lesen. Wir sehen uns das nächste Mal bei den Wine Guys, wenn es wieder heißt Weinlese und Co. Bis dahin, bleibt sauber.